Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal auf der Bühne war, wahrscheinlich im Kindergarten. Und ich glaube, das war halt, das ist, glaube ich, nur so ein Gefühl, dass man auf die Bühne geht und sich denkt, das ist es. Also das sind meine frühesten Kindheitserinnerungen und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und ich hatte auch immer das Gefühl, ich habe was zu sagen. Hallo, ich bin Zeynep Buraç und ich bin Schauspielerin. Ich bin geboren, aufgewachsen in Istanbul, Einzelkind, 82er Baujahr und habe dort die Deutsche Schule Istanbul besucht. Also mit 11 Jahren habe ich begonnen, Deutsch zu lernen. Und ich wollte aber nach acht Jahren Deutsche Schule Istanbul nicht unbedingt jetzt nach Deutschland. War aber auch mit 16, 17 Jahren schon in Wien, weil ich eine Freundin hatte, die an der Filmakademie studiert hat. Und die hat mir dann gesagt, Zeynep, komm doch nach Wien und mach hier die Aufnahmeprüfung am Konservatorium und dann bleib doch da. Und ich habe halt total blauäugig, einfach bin ich her mit 19 Jahren, mit meinen 7 Koffern, bin einfach ausgewandert, habe hier die Prüfung gemacht, die haben mich aufgenommen. Und so habe ich angefangen mit dem Studium und schon während des Studiums durfte ich auch spielen und bin als Freischaffende seit eben meinem Abschluss 2006 als freischaffende Schauspielerin im Film, Fernsehen, Theaterbereich tätig und bin auch Sprecherin und ja. Ich glaube, die haben gar nicht damit gerechnet, dass es klappen wird. Ich glaube, die haben sich eher gedacht, ja, sie soll es einmal machen und das wird sowieso nicht klappen und dann kommt sie und dann studiert sie was Gescheites. Und dann war natürlich auch relativ früh klar, wie ich dann angefangen habe mit dem Studium, dass mein Vater gesagt hat, Kind, wir können es dir halt wirklich nur so lange, also wir können dich nur so lange unterstützen, bis du fertig mit dem Studium bist und dann nicht mehr. Das heißt, wenn es nicht klappt, musst du zurück, weil wir haben einfach die Ressourcen nicht, dass wir dich jetzt irgendwie jahrelang im Ausland unterstützen können. Und ich glaube, nach 16 Jahren sind sie auch einverstanden mit der Entscheidung und sind auch stolz. Ich bin sehr oft mit meiner Mutter ins Theater gegangen. Das ist sicher, also eben wir waren sehr oft im A-Kämme. In Taksim kann ich mich erinnern, als Kind schon, und das ist mir definitiv hängen geblieben, diese Theaterbesuche. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich dadurch, dass ich Einzelkind war, dass ich halt sehr viel Zeit in meiner eigenen Welt verbracht habe und sehr viel eben gespielt habe und selber sozusagen, ich weiß, also ich war definitiv so ein Tagträumerkind, bin ich immer noch. Und ich weiß nicht, wann ich das erste Mal auf der Bühne war, wahrscheinlich im Kindergarten. Und ich glaube, das war halt, das ist, glaube ich, nur so ein Gefühl, dass man auf die Bühne geht und sich denkt, das ist es. Also das sind meine frühesten Kindheitserinnerungen und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich habe was zu sagen. So. Also im Idealfall, es ist natürlich kein Muss, aber empfehlenswert, würde ich jetzt mal sagen, natürlich die Ausbildung machen, weil das ist halt wie jeder andere Beruf schon auch ein Beruf, den man erlernen sollte, wo man auch ein Handwerk braucht. Also im besten Falle empfiehlt es sich mal, die Ausbildung zu machen. Dafür gibt es eben einige Schulen in Österreich. Und das im besten Falle sozusagen studieren. Es ist aber, wie gesagt, kein Muss. Es gibt auch viele Kollegen, Kolleginnen, die ohne Studium sozusagen diesen Weg gewählt haben und auch sehr erfolgreich sozusagen arbeiten. Ich empfinde das für wichtig, es zu studieren, weil im besten Falle will man ja den Beruf ausüben schon sehr, sehr lang. Und dafür braucht man auch ein gewisses Handwerk, eine gewisse Technik, die man halt eben in diesen Schulen lernt. Genau, also man macht die Aufnahmeprüfung, das besteht aus mehreren Stufen. Und wenn man dann aufgenommen wird, da sind das 4 Jahre Ausbildung. Und dann heißt das hart arbeiten. Ja.
Also es gab, ich glaube, ich war die erste türkischstämmige also am Konservatorium. Das heißt, das war alles so Neuland für alle Beteiligten. Ich kann mich erinnern, dass man mich gefragt hat bei der Aufnahmeprüfung, wieso wollen Sie das hier studieren? Kann man das nicht in der Türkei studieren und so? Also das war so, alle waren irgendwie logischerweise ein bisschen ahnungslos. Und das Wort Diversität gab es noch gar nicht. Und es ist nicht so lang her. Also das ist, ich meine, 15 Jahre sind jetzt nicht irgendwie 40 Jahre. Das war, also ich war immer so ein bisschen das Wunderobjekt. Das heißt, natürlich war es auch eine Schwierigkeit, überhaupt als österreichische Schauspielerin sich einmal zu etablieren. Wobei ich natürlich auch das Riesenglück gehabt habe, muss ich auch dazu sagen, dass ich relativ früh Menschen mit mir arbeiten wollten, die diesen sogenannten Hintergrund nicht gesehen haben oder auch der ihnen vollkommen egal war, also die einfach mit mir als Schauspielerin arbeiten wollten. Und ich hatte dementsprechend ein Riesenglück. Aber ich habe auch schon Vorsprechen gehabt in meinem Leben, wo man mir gesagt hat, na, wollen Sie bei dem Namen bleiben? Also das hat es auch gegeben. Es stimmt, glaube ich. Aber ich glaube, es stimmt auch innerhalb der bio-österreichischen Bevölkerung. Also es ist ja nicht so, dass 80% der Wiener und Wienerinnen ins Theater gehen. Ich sehe das als Problem, dass viele Menschen Theater eben als was sehen, was nichts mit ihrem Leben zu tun hat, glaube ich. Und das ist vielleicht in unseren Communities so eher das Problem, dass man das Gefühl haben könnte, ja, das hat ja nichts mit meiner Realität zu tun, weil ich werde dort ja auch nicht vertreten. Also durch jetzt die letzten Monate, die ich hatte und durch die Interviews, die ich hatte, was ich da zurückbekam, war vor allem das Schöne war, glaube ich, dass ich das, also ich habe das Gefühl gehabt, dass da plötzlich was sichtbar geworden ist für viele Menschen, die sich, ohne mich überhaupt zu kennen, freuen, mit mir freuen. Ich habe so die Nachricht bekommen von einer Freundin von mir, sie lebt in Bregenz und hat mir erzählt, dass irgendeine Bekannte wiederum von ihr erzählt hat, hast du das gewusst? Es gibt jetzt eine türkischstämmige Schauspielerin an der Burg. So. Und woraufhin sie gesagt hat, ja, das ist die Zeynep. Und so. Aber, und das ist ein ganz junges Mädchen, glaube ich, 17, 18 Jahre alt oder so. Und dieses, also Stolz ist das falsche Wort, aber dieses, dass man sich sozusagen miteinander freut und dass man auch so, also ich krieg wirklich Gänsehaut, wie ich das erzählt bekommen habe, weil ich mir gedacht habe, ja, genau deswegen ist es ja wichtig, dass plötzlich Menschen, vor allem junge Menschen, das Gefühl haben, es geht, wir werden gesehen, also wir kommen an. Ich glaube, also das Erste, was ich sagen würde, ist, glaube ich, sich selber treu zu bleiben. Das Schöne ist ja, finde ich, bei uns, also uns, das heißt bei Menschen, die eine ähnliche Einwanderungsgeschichte haben wie ich oder deren Eltern so eine Geschichte haben, ist ja, dass wir ja nicht nur das eine haben, sondern wir haben ja mehr. Und wir müssen uns nicht für eine Seite entscheiden, wir können alles sein. Also man kann auch natürlich eine Österreicherin sein, obwohl man perfekt Türkisch kann und das auch spricht. Warum nicht? Also das ist ja, man muss sich nicht für eine Sache entscheiden, das eine schließe das andere nicht aus. Und ich würde den Jugendlichen aus meiner Sicht einfach eben sagen, bleibt euch selber treu. Lasst euch nicht von anderen einreden, dass ihr bestimmte Sachen nicht könnt. Das stimmt nicht. Wir können's. Alle können's. Wichtig ist, dass wir alle diese Chancengleichheit haben und wenn wir sie nicht haben, dafür zu sorgen, dass wir sie kriegen und unbedingt verlangen, miteinander zu kommunizieren auf Augenhöhe. Meine jetzige Hardeman ist ziemlich cool am Burgtheater.
In meiner Kindheit, wenn man, es gibt so viele Namen, aber ich finde zum Beispiel, also wenn man so im deutschsprachigen Raum, ich finde Georg Friedrich großartig. Spenden. Ehrlichkeit. Kommt drauf an. Wann und Döner geht aber immer, klar. Na schon, Taxiplatz. Passiert ein bisschen mehr dort. Am Strand. Tut mir leid. Empathie.